Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zum neuen Unboxing, beziehungsweise das wird ein komplettes Video, weil Unboxing Hardware zusammen, weil das lohnt sich sonst nicht. Und zwar, jetzt habe ich die Kopfhörer natürlich nicht hier. Ich habe ja letztens Kopfhörer bekommen. Die wir getestet haben von EKSA, also hier seht ihr die Firma, EKSA. Und die haben jetzt gefragt, ob ich vielleicht zu den Kopfhörern auch mal so eine Headset-Halterung zeigen wollen würde mit RGB. Und es hat noch ein paar andere Features, was mir sehr gefallen hat, das will ich euch nämlich unbedingt zeigen. Und ich werde auch nochmal eine neue Generation von Kopfhörern von denen bekommen. Da bin ich auch mega gespannt. Das soll für alle Systeme gehen: PS4, PS5, Xbox, Switch und PC. Und ja, hier halt auch 7 zu 1 Surround Sound steht hier unten. Das werden wir jetzt mal auspacken. Hier hinten haben wir dann noch. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Achso, da ist ein Schraubenzieher, brauchen wir, und vier Schrauben. Vielleicht ist er auch mit bei und da muss man das halt oben festschrauben. Also da. Ja, es spiegelt ein bisschen, kann man schlecht erkennen. Das ist ein gutes Stück. Ach, wir haben Schraubenzieher mit bei und die Schrauben sind auch mit bei und hier ist der USB-Kabel. Sogar ein U ist das hier Sleeve da? Nee, Gummi, oder? So. Also nichts Schlimmes. Die Platte, der Arm. Eine Tüte mit USB-Kabel, Schrauben, Schraubenzieher. Und ich denke mal, User Manual, da wird die Anleitung sein, wie wir das jetzt zusammenbauen sollen. Oben hier haben wir ein USB 2.0 Port. Fingerprint, hier ist der Fingerprint, also hier was so aussieht wie so ein Fingerabdruck. Da kann man dann halt den LED einstellen. Wir brauchen dann einfach nur ditchen. Dann haben wir 3,5 mm Mic Jack, 3,5 mm Sound Jack, 3,5 mm 2 in 1 Mic and Sound Jack. Und nochmal ein USB 2.0. Dann haben wir hier unten das RGB wird hier angezeigt. Fingerprint haben wir schon gemacht. Und USB Typ C Power auf der Rückseite. Ja, sind wir einfach verschrauben. Also das, ich denke mal, festschrauben kriegen wir hin, oder? Plug and Play, also einstecken und dann USB anstecken, fertig ist. Okay. Also, nichts Schlimmes. Wir werden jetzt erstmal zusammenpacken. So, wir müssen das hier einmal so rauf machen. Das ist auch jetzt gut, weil hier der USB, der ist ein bisschen erhöht. Das braucht er einfach nur so lang machen. Ist auch so, steht doch leicht gut drauf. Zeige euch auch gleich, warum und weshalb mir das Ding so gefallen hat. Also nicht nur, dass man da sein, weil es RGB hat, weil umso mehr RGB, umso mehr FPS. Und weil es cool aussieht und weil man da das Headset dran machen kann. Hoppala.
Ach, verkehrt rum. Ja, dann kann das ja auch nicht passen, ich Idiot. So rum muss das. Also man kann es auch nicht verkehrt rum zusammenbauen. Ja, seht ihr, und jetzt geht es. Was vorher nicht funktioniert hat. So wie es aussieht, ist so ja eine Ersatzschraube mit bei. Das war jetzt auch, da war ich jetzt selten dämlich. So. Bisschen wackelig für dich. Ich hätte gedacht, das ist fester. So. Schraube. Aber kann doch weiter, hat das. Jetzt geht's doch. Müsst ihr auch aufpassen, damit er nicht über. Ja, geht da fest. Da fest kommt nämlich ab. Und die wollte die Schraube ja auch nicht rund machen. Da hinten ist halt das Ding, wo man schwer rankommt. Vielleicht habe ich auch die Schraube nur nicht gerade genug drin. Hoppala. Wir tauschen die halt mal aus, von links nach rechts. Klingt komisch, ist aber so. Vielleicht war ich ja auch nur zu schräg. Ist auf der Seite doch locker. Der schraubt ja, das ist also diese kleinen Dinger sind echt Krampf. So. Und ich werde auch mal das so machen, damit ihr seht, wie es leuchtet. So, hier habe ich einen USB-Typ C. Der kommt hier hinten einfach ran.
Und der kommt dann natürlich im PC. Der ist dann für Sound da. Und Licht. So. Ich mache das mal so, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Oder so. Und hier haben wir den Fingerprint. So, jetzt haben wir grün, blau, lila, gelb, türkis, das weiß. Und hier wechselt er jetzt die Farben und aus. Und hier, das finde ich eigentlich ganz cool mit dem Rainbow, wo die Farben dann so durchgehen. Das ist wie bei meinem Mauspad. Das will ich lassen. So. Warum jetzt gerade hier so eine Headset-Halterung? Ja. Ich lege die mal so zur Seite. Warum jetzt gerade so ein Ding? Was reizt mich jetzt an diesem Teil? Ja, es wird mit USB angeschlossen am PC. Sieht geil aus mit dem Licht. Aber was mich reizt, sind diese drei Sachen hier. Weil das Problem bei meiner Logitech-Soundanlage ist, ich habe so eine wie heißt die, Z90? Ich habe keine Ahnung, jedenfalls habe ich da so ein Drehteil dran für laut und leise. Und dann habe ich auch für Kopfhörer vorne was dran. Also an diesem Drehteil, und dann kann ich auch Kopfhörer reinmachen, muss aber den volle Pulle aufdrehen. Und da habe ich immer noch ein Rauschen manchmal drin oder einen Wackelkontakt. Da muss ich ein paar Mal wackeln mit dem Drehknopf, damit ich dann halt Stereo vernünftig habe, nicht nur Mono. Und auch, dass das Rauschen weg ist. Ist halt sehr lästig und blöd ist, wenn du dann halt nach dem Zocken oder nach dem Video bearbeiten vergisst, leise zu machen, sondern einfach nur den Headset rausziehst. Also ich ziehe dann von meinem Beyer Dynamic raus. Das sind nur Kopfhörer, die nutze ich dann immer zum Schneiden. Weil die guten Klang haben. Ja, und dann vergisst du das runterzuregeln und du machst ein Spiel an oder guckst gerade ein YouTube-Video auf einmal. Ja, und die Nachbarn freuen sich. Hier. Gut, ich kann das dann halt nur über den PC steuern, die Lautstärke. Ist mir aber vollkommen wuppe. Das geht. Kann ich da meine Maus hier auf Lautsprecher, kann laut leise machen. Am Headset kannst du auch bei den meisten laut leise machen. Funktioniert alles gut. Werden wir dann hier testen. Ich habe nämlich hier die Möglichkeit, nicht nur Kopfhörer und Mikrofon anzuschließen. Also praktisch ein Kopfhörer oder ein Headset, wo zwei Klinkeanschlüsse dran sind. Nein, ich könnte sogar einen Dreiklinkeanschluss hier anschließen, wie bei den Handys immer mit bei war, zum Beispiel. Ja? Was jetzt nicht mehr mit bei ist. Aber sowas könnte ich dann hier anschließen. Das ist dann praktisch. Also, das ist jetzt hier vor meinem Mikrofon, der Verlängerungskabel. Da kann ich euch das mal zeigen. Das ist so ein Dreipoliger. Ja, der kommt dann hier rein. Und dann hast du praktisch hier nicht einen Eingang. Da hast du dann praktisch, hier geht es dann zum Headset. Da wird dann über den Klinke, Mikrofon und Kopfhörer hier reingesendet und rausgesendet, logischerweise. Hier nur Kopfhörer, hier nur Mikrofon. Ja? Und das ist halt das, was mich daran sehr interessiert. Und halt auch natürlich der Style-Faktor auch. Den finde ich halt auch richtig nice. Man kann nie genug der RGB haben. Und hier an die USB-Anschlüsse könnte ich dann natürlich auch noch Sachen, das ist jetzt nur USB 2.0, reicht mir aber komplett aus, USB 2.0, zwei Stück, weil da könnte ich einmal zum Beispiel eine Maus ranmachen, eine Bluetooth-Maus, also so mit so einem Stick, eine Maus, oder hier oben den Stick drin und hier zum Beispiel mein Mauspad, ja, was beleuchtet ist. Das habe ich jetzt gerade am Kartenlesegerät mit dran. Würde mir das halt sparen. Würde halt das direkt zum PC jagen. Würde das dann halt oben auf die Box stellen. Und kann ich meinen Kopfhörer drauf machen. Dann muss ich dann schön Platz noch finden. Könnte hier auch die Kamera raufstellen. Zum Beispiel, also praktisch dann halt meinen Kopfhörer. Und hier bei den Logitech C920
kann den Kabel nach hinten verstecken und kann hier an den USB 2.0 die Logitech C922 ranmachen. Hätte dann schön Kabel und könnte dann, wenn ich was zeigen will oder so, könnte ich dann was zeigen. Da bin ich dann halt auch drauf auf der sicheren Seite. So. Aber es sieht schön aus. Wir haben schön langen Kabel, der müsste reichen. Wir haben auch hier so ein nochmal so ein Ding dran, damit wir halt so Klettverschluss, dass wir den halt kürzen können. Und was ich sehr schön finde, EKSA steht da drauf. Ja, am Brand. Das finde ich sehr schön. Ich mag sowas, wenn da so ein Brand drauf ist. So. Jetzt können wir das hier wieder zumachen. So, lassen wir das mal so dran. Ja, da werde ich dann morgen mir mal, heute werde ich mir da nicht jetzt Gedanken machen, wo ich das hinstelle. Das mache ich morgen dann in Ruhe. Ich werde dann noch mal ein Video machen, wo damit ich euch zeige, wie ich am PC angeschlossen habe. Und wenn ich die getestet habe, wird auch noch mal ein Fazit kommen, ob es so geklappt hat, ob es so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, ob es nicht so geklappt hat, ob es positiv, ob es negativ ist, wie der Sound, ob es da irgendwelche Probleme gab oder sonst irgendwas dergleichen. So. Und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wartet mal, ich werd euch das nochmal schnell zeigen, so mit der RGB. So, warte, hier hinten habt ihr den Fingerabdruck da drauf. Also nicht wundern. Ich gehe jetzt mal hier so die Farben mit euch durch. So, seht ihr, Rainbow, aber das geht dann halt so lang. Ne, so lang. Und hier einzelne Farben. Ja, und nach Weiß. Jetzt kommt das, wo auch so die Farben wechselt. Und danach kommt dann aus. Aus. So. Ich bin jetzt weg. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.